Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode The Binding of Isaac Rebirth. Und es ist gerade 0 Uhr nachts und ich habe nichts Besseres zu tun, weil ich morgen schulfrei habe. Habe ich nichts Besseres zu tun, als jetzt eine Episode Isaac aufzunehmen, weil ich auch momentan besonders viel Bock zu habe, keine Ahnung warum. Und wir machen die Challenge The Host, was eigentlich, glaube ich, kein Problem sein müsste, wenn wir denn alles richtig machen. So, fangen wir erstmal hier an, das in die Luft zu sprengen. Dann haben wir nämlich schon mal das Seelenherz. Und wir haben auf jeden Fall das Item, was fliegen spawnt, dieses Multigan oder so. Ich hoffe, der Run wird einigermaßen okay für uns verlaufen. Das sind jetzt die OP-Items over 9000, die wir hier bekommen haben. Dementsprechend müssen wir hoffen, dass wir uns durch andere Upgrades ein bisschen verbessern können. Zum Beispiel gute Devil Deals oder halt durch irgendwelche Items, die wir zusätzlich bekommen. Angel Room, das wäre natürlich auch super. So eine Pille, die jetzt gut wäre. Zum Beispiel Telepill. Und die uns hier reinbringt. Das ist natürlich auch schon ziemlich nice. Machen wir direkt so. Ups. Okay. Aber immerhin wissen wir jetzt, dass der Raum nicht schlecht war. So, ich wollte eigentlich, dass sie die nicht töten, damit ich die Bomben nutzen kann, eventuell den Geheimraum aufzusuchen. So, erledigt. Na, machen wir das komm mal. Ja, Lemon Party. So, Bomben hätte ich natürlich gerne, weil dann könnte ich da so ein paar Teile wegsprengen. Ich guck mal in den Shop rein. Da finden wir auf jeden Fall die Leiter, aber keine Bombe. Wäre es natürlich jetzt gewesen, wenn da eine Bombe drin gewesen wäre. Dann hätte ich zuerst das hier aufgesprengt. Was natürlich sein kann, ist, dass da eine Trollbombe drin ist. Das wäre ziemlich gut. Ich bezweifle es aber. Weil dann würde das nämlich... Ne, kommen wir nicht dran. Schade, schade, Banane. Machen wir auf erstmal den Kampf gegen Steven. Der dürfte eigentlich kein Problem für uns sein. Das Coole ist, wenn wir jetzt Guppy bekommen, wir haben ja schon ein Guppy-Item von 3, dann wird die Anzahl der Fliegen noch mehr erhöht. Es ist jetzt zwar schon so, dass wir Fliegen bekommen, aber so wird halt die Anzahl noch mehr erhöht. Ich kann zum Beispiel eine Fliege, jetzt auch, so, jetzt nochmal, perfekto. So, machen wir eben so. Und jetzt haben wir auf jeden Fall einen Kumpel, der uns da so ein bisschen unterstützt beim Schießen. Auch wenn ich Steven nicht so stark finde, da gibt es definitiv stärkere Begleiter, die mehr helfen. Aber besser als nichts. Lockdown, das ist natürlich schlecht. Und ich kann während der Animation keine Schlüssel aufsammeln. Das wusste ich nicht. So, jetzt am besten keinen Schaden nehmen, weil dann habe ich eine erhöhte Chance auf einen Devil Deal oder einen Angel Room. Da liebe ich ja solche Räume. Ein Seelenherz wäre ganz nett. Ich gehe auf jeden Fall in den Arcade-Raum und gebe erstmal mein ganzes Geld aus. Oder ich gehe zuerst in den Shop und schaue, was es da so gibt, ob ich eventuell spare oder eben in den Arcade-Raum gehen kann. Oh. Book of Revelations wäre auch cool. Werden das Book of Belay für den Bosskampf verwenden, auf jeden Fall. Oh, aufpassen, dass wir bloß nicht getroffen werden. Da ist eine Bombe, da nutzen wir um den Stein hier oben. Den habe ich gesehen. Kaputt zu machen. Okay, wir mixen uns ein Seelenherz. Das ist doch schon mal gut. So. Gehen hier mal rein. Pandoras Box. Nicht unbedingt. Ich nehme mir mal den Schlüssel und das Seelenherz. So. Machen wir nicht auf. Auch nicht in den Arcade-Raum gehen. Schon mal gut. So, jetzt gehen wir kurz zurück und holen das Book of Belay, damit der Bosskampf relativ easy wird. Egal, was das für ein Gegner ist. So. Dann gehen wir mal eben hin. Die Zeit muss einfach mal sein. Ich mache jetzt hier so einen relativ gechillten Abend. Bin gerade am Hochladen. Sims und Pissenhaus-Episode. Werd dann natürlich die Isaac-Folge hier dann über die Nacht noch rennen lassen. Und wird dann noch eine Jump League und Welt-Episode schneiden, die schon mal vorproduziert ist, falls Steve mal wieder keine Zeit hat oder sonst irgendwas. So. Das brauche ich nicht.
Slater-Tasten-Items. Es gibt mir zwar schwarze Herzen, jedoch hätte ich gerne die Fliegen. Weil die Fliegen sind schon relativ stark, das kann man nicht behaupten. So, gehen wir noch den einen Raum machen, vielleicht kriegen wir noch ein gutes Item. Oder eventuell noch eine Bombe für die nächste Ebene. Okay, hier ist nichts drin. Dann können wir auch direkt in die nächste Ebene gehen. So. Ein bisschen trinken, währenddessen ich hier durch die Gänge ziehe. Ich bin eigentlich einer, der immer Wasser trinkt, weil ich finde, dass Wasser der beste Durstlöscher ist. Zum Geschmack trinke ich eigentlich gerne Milch. Ich bin ein leidenschaftlicher Milchtrinker. Nehme ich mir jetzt schon. Und dementsprechend trinke ich sehr gerne Milch. Und jetzt habe ich mir aber was Cola geholt, weil einerseits Koffein bringt die Synapsen der Rezeptoren hemmende, bla bla bla. Muss ich gerade alles nicht mehr kennen, weil ich gerade vor Abi eh schon geschrieben habe und fürs Vorabi, es dauert noch was bis dahin. Und ja, wir hatten halt kein Wasser und ich will auch jetzt hier nicht von zu Hause die ganze Milch verbrauchen, deswegen habe ich mir jetzt einfach so eine, wie viel ist das? Warte, ich guck schnell nach. 1,5 Liter Cola-Flasche hingestellt, die ich eventuell versaufen werde oder nicht, je nachdem. Und ja, das ist es eigentlich soweit. So. Was ich gut finde bei dem Isaac, weil viele sagen ja, dass sie das alte Isaac besser finden. Ich finde so Details wie zum Beispiel, dass die Fliegen jetzt nicht auf die Gegner schon vorher gehen, bevor die sich geöffnet haben, ist schon eine ziemlich gute Veränderung, die Wartezeit eben vor so Maschinen und so. Also ich finde, Rebirth ist definitiv besser als der vorherige Teil. Das war zwar geil, aber der ist noch besser. So, nochmal hier ein paar mehr Fliegen. So, Matitis, geil. Das mag doch jeder. So einen kleinen Herzinfarkt. Zählt das jetzt automatisch zu verringerte Chance auf Devil Deal? Ich weiß es nicht. Damit könnten wir Mom instant killen, aber ich will, wie gesagt, keine Space-Items haben. So Karten wären geil. Aber nee. Bekomme ich einfach mal nicht. So. Dann unsere Fliegen bekommen hier. Können wir hier das alles ziemlich einfach raggen. Na komm. So. Wir haben noch keine guten wirklich Tiers-Up oder Damage-Up-Items bekommen. Ist jetzt einfach nur so ein bisschen zur Defense und so. Also da hoffe ich, dass wir bei ein paar Bossen da ein bisschen bekommen. Das versuche ich ja immer durch Devil Deals möglichst oft auszugleichen. Aber wenn man halt keine Devil Deals bekommt, dann ist das schon ziemlich... Alter, what the fuck, wie viel 24-Hour-Energy bekommen wir hier eigentlich noch? Ist ja mal richtig crank. So. Das nehme ich. Hallo, Pin. Es geht ab. Okay. Oh. Lass mich einfach mal vom Pin treffen, ne? Oh, komm. Pin, du bist hier unerwünscht. Merkst du es nicht? So, erster ist down, der nächste jetzt auch, weil ich den mit dem Cube of Meat getroffen habe. Wo ist er denn? Achso, der wollte rauskommen, traute sich aber nicht. Okay, kriegen keinen Raum. Das ist natürlich schade. Kein Devil Deal. Ja, jetzt deswegen gucken wir von der Seite böse. Nur deswegen. Oh, geil, ein Schlüssel. Ich überlege, ob ich in den Raum gehe. Mit dem ganzen Gedöns da. Oh, Seelenherz, danke. Hier. Okay, das wollte ich jetzt mal eben machen. Zu gucken. Oh Gott, ich hasse dieses Item, diese Guillotine. Ich hasse es so unendlich, ne? Ihr könnt es euch nie vorstellen. Oh, ne. So, was haben wir denn jetzt? Okay. Ich wollte es einfach mal riskieren. Dann müssen wir mal gucken, ob wir damit gut arbeiten können. Ich bezweifle dies. Wir haben gut Damage. Das ist ein Vorteil, den wir aber jetzt haben. Ich finde, die hätten die Räume in den Challenges ausmachen können,
oder irgendwie entfernen können, weil das halt dafür sorgt, dass ich hier jetzt mir so lange was neu würfeln kann, bis ich halt OP bin. Alter, das war mich so derbe mit dem Kopf, ne? Mann. Es verwirrt mich richtig extrem. Ich werde vermutlich hier jetzt sterben. Ich habe diesen Wafer-Effekt, der ist geil. Wenn ich einmal Schaden bekomme, dann ist das ein halber Schaden, egal was es für ein Schaden ist. Ah, und dieses Unicorn. Ich werde immer schneller mit der Zeit. Ist natürlich auch praktisch. Ah, das Robobaby 2.0. In die Richtung, in der ich schieße, läuft das und schießt automatisch auf Gegner. Das ist auch gut. Das ist echt geil. Das ist cool. Ja, Gebiet, der schießt auf mich, damit ich keine Münzen mehr habe. Ich habe halt absolut keine Münzen. So, ich schieße einfach mal mit dem Robo-Baby hier ein bisschen. So. Muss sie hier selber Stress machen, einfach so machen. Was macht der? Du bist sehr effektiv, Robo-Baby, muss ich sagen. Ja, dann reiße ich einfach alles down mit dem. Oh, komm. Ja, sauer erledigt. Danke für das Herzchen. Mann. Ja, komm. Dann kann ich gut auf Abstand kämpfen, ne? Boah, das ist es so verwirrend mit dem Kopf, ne? Nächstes Gapier-Item. Fehlt nur noch eins. Wir bekommen hier auch nur Double-Formen, ne? Ich renne jetzt eh hier einfach die ganze Zeit weg. Und schieße einfach drauf. So, komm. Jetzt gleich kriege ich eh den Effekt. Genau. So, ich bekomme jetzt nochmal Damage ab. Plus Shot Speed ab. Das würde ich gerne nehmen. Und da sind ein paar blaue Fliegen. Was passiert, wenn ich das nehme? Nichts, ne? Ne. Ich laufe auf jeden Fall erstmal gegen die Wand. So. Auf geht's nächste Ebene. Ich hätte noch in den Challenge Room gehen können, aber nee. Es sieht schlecht aus. Seien wir ehrlich. Ich habe wirklich keine guten Items da erwischt. Bei dem Neuwürfeln. Weil das Item mich halt extrem verwirrt. Ist es, wenn ihr Isaac habt, habt ihr und ihr das Item schon mal gehabt habt, verwirrt es euch auch so extrem? Komm, mach ich. Das ist ein ganz einfacher Grund, wegen. Ist das dein Ernst? Dass jetzt hier nur. Mann. Verliere ich echt den Glauben an die Menschheit, ne? Bei solchen Items. Boah. Wenn das dann so scheiße ist wegen den Item, ey. Ja, ich hätte mich treffen lassen sollen von denen, ey. Habe ich nichts mit solchen Gegnern dann weiter zu tun. Ja. Sei zufrieden, Spiel, los. Oh. Jetzt kann ich auch so richtig schlecht durch so Räume schießen, ne? Spiel ich eben ein bisschen Bomberman. Hat das einer von euch gespielt? Ich habe das auf der Nintendo 64 durchgesuchtet. Wirklich 100% durch. So. Oh. Geil. Mr. Boom. Ich nenne meinen auch Mr. Boom. Weil der Boom, Boom, Boom macht. guten Tag. Okay, ich wurde einfach mal getroffen. Oh, ich habe die Zecke. Immer noch. Das scheint sich nicht zu ändern. Komm, schieß doch ab. Daneben nicht. So. Mann.
Oh, jede Menge Seelenherzen. Hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Ein Seelenherz gegen zwei Seelenherzen. Da wird es mich ja verlocken, das einfach jetzt hier reinzusenden. So. Jetzt warten wir. Schütte ich mir noch was Cola ein. Rauskommen die sowieso nicht. Das Baby macht alles für mich. Obwohl, warte. Hi. Oh. Aber ich schütte mir noch kurz die Cola ein. So viel Zeit muss frei sein, Freunde. Wir machen hier uns gerade einen entspannten, naja, für euch Nachmittag, aber für mich eine entspannte Nacht. So ein bisschen ruhig angehen und alles. Und da ist auch schon der Boss. So, uno, dos. Oh, dos nur, okay. Und guten Tag, War. Jetzt gibt's erstmal Krieg. Und ich hab da richtig Damage damit gemacht. So, und jetzt einfach hier ein bisschen weglaufen. Oh mein Gott, ich habe dich so schnell gerackt. Jetzt gibt's erstmal nur Krampus. Auch gut. Und komm, geh down. Komm. So. Kohle. Nehme ich das, komm. Gegen Mom ist das, glaube ich, effektiver. So. Kriegen nochmal ein Herz dazu, das ist schön. Ah. Nö. Solche Gegner habe ich keinen Bock. Schauen wir mal eben in dem Challenge Room da. Ah. Brauche ich nicht. So, du wirst einfach hier reingelockt und stirbst dann sowieso. Wenn ich dich auch daher locke, stirbst du auch. Bin ich froh, dass ich dann so einfache Gegner bekomme. So. Der Vorteil ist, mit diesem Kopf bei den also wo man nur auf den Rücken schießen kann, dass ich dann quasi nicht direkt hinter denen stehe. So, komm. Es ist halt ultra schwer, da den Überblick zu behalten zwischen Kopf und Körper und alles. Das ist ultra schwer. Ich komme da total nicht drauf klar. Mann. Oh, komm. Geh down. Danke. Oh, und ich laufe da einfach durch. So. Immer aufpassen. Hätte ich gerne was von gehabt. Nämlich das Seelenherz. Ich nutze hier meine Bombe. So. Strength, Devil, Two of Diamonds. Okay, jetzt kann ich mir ein Dings holen. Nehme ich auf jeden Fall Strength. Gib mir nämlich noch ein Herz. Und dann hole ich mir das Seelenherz. Dann sollten wir eigentlich Mom relativ gut schaffen. Sollte die kein Problem sein. Oh. Dürften wir locker kriegen. Da bin ich mir eigentlich sicher. Wir haben noch 3 Minuten, dann könnten wir den Boss Rush schaffen. So. Burnt Penny hilft mir alles leider nicht. Ich kann aber mal das machen. Gucken, was wir so kriegen. Man bekommt auch manchmal teilweise für Items für eine Münze. Oh, seht ihr? Da hat sich das doch schon wieder mal einmal gelohnt, da so ein bisschen einfach mal mit dem so einem Bettler 4 Münzen zu geben. Wisst ihr, ihr bewirkt schon Gutes, wenn ihr einem Bettler schon nur 4 Münzen gibt. Setzt sich alles auf dem Kammer nieder. So. Oh Gott. Oh. Ultra Geheimraum ist bestimmt ein Item, was ich gebrauchen kann drin. Okay, wenn wir es in 2 Minuten schaffen, Mom zu killen, dann hätten wir es geschafft. Was ist hier drin? Okay, komm. Krähenfuß bringt mir sehr viel. Münzen bringen mir sehr viel.
Ich gehe jetzt zurück und hole mir eine Bombe. Ne. Ich gehe jetzt noch schnell mal. So, hi. Oh, da haben wir gut getroffen. Sehr gut getroffen. So. Das habe ich jetzt einfach mal hingenommen. Guten Tag. Hier. Halbes Herz. Jetzt küttet. Kompass. Den würde ich dann nehmen, um dann halt richtig Gamebreaker zu machen in The Chest. Aber wir haben Technology 5 freigeschaltet. Und ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zusehen. Und sage tschö, bis dann und man sieht sich.